Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Chinesischer Notebook-Kunst. Wir reden heute über ein Apple MacBook Air. 2011-Version. Gerade jetzt 2020, wo die neuen Geräte auf den Markt gekommen sind, finde ich das Thema sehr interessant. Wie mache ich eigentlich so ein altes Gerät wieder fit? Wenn es denn nicht mehr so fit ist? Ich meine, letztendlich haben ja die User immer irgendwie wieder einen Grund, sich ein neues MacBook zu kaufen. Für viele macht es auch gar keinen Sinn. Bei manchen ist dann halt zum Beispiel die Akkukapazität nicht mehr so ganz wie zum Anfang. Das ist bei dem auch der Fall. Am Anfang stand da, als ich das Ding gekauft habe bei eBay, Akku warten, wie immer man Akku wartet. Und diese Meldung ist inzwischen verschwunden. Bei meinem 9 Jahre alten MacBook Air mit 2011 Auslieferung mit High Sierra und noch mit dem Original-Akku in dem Fall. Also der ist inzwischen also rund 8 Jahre alt. 2012 wurde das Notebook angeschafft. Ich habe es in einem sehr guten Zustand erworben und kostet natürlich nur einen Bruchteil eines Apple MacBook Air 2020. Ich bin der Meinung, das wisst ihr ja, dass für viele, die halt unbedingt macOS nutzen wollen, so ein altes Ding ja auch noch absolut ausreichen würde, wenn nicht sogar für die meisten. Vorbereitung, in dem Falle, ich zumindest, auch wenn das jetzt andere sicherlich nicht machen, aber ich lege mir jetzt Küchenkrepp so auf den Tisch, so ein bisschen zumindest, um zu verhindern, dass feinste Partikel mit Mikrokratzer in das Gehäuse reinmachen. Dann habe ich mich natürlich vorher in der Heizung entladen, damit mir nicht irgendwie versehentlich irgendwas sprengen. Ja, also schön entladen vorher, kann nicht schaden. Wir brauchen ein entsprechendes Werkzeug. Also ich verlinke euch den Akku, den man kaufen kann. Das ist alles spottbillig, kostet 30, 35 Euro, solange es nicht original ist. Die originalen Akku, das ist ein Witz, die Preise. 130 Euro und hat das Ding noch 60% Originalkapazität. Das ist also absolut unattraktiv. Ja, ich habe jetzt den Namen der Schraube nicht parat. Also wenn man sich das bestellt, kriegt man in der Regel entsprechenden Schraubenzieher dazugeliefert. Warum? Nun, Apple kann es gar nicht haben, wenn man anfängt, die Geräte selbst zu reparieren. Und ich habe hier offensichtlich auch gar keinen passenden Bit. Aber im Lieferumfang von den Akku, wie gesagt, waren ja entsprechende Schraubenzieher dabei. Gleich 3 an der Zahl. Und wir entfernen jetzt hier alle 10 Schrauben auf der Rückseite. Es gibt 2 lange Schrauben, die lege ich mir dann mal so ein bisschen in die Nähe, wo sie dann wieder reingehören. So, sieht ganz vernünftig aus. Wenn man die Kiste schon mal offen hat, dann kann man auch gleich immer den Lüfter so mal ein bisschen vom Staub befreien. Zum Beispiel mit einem kleinen Pinsel. So ein kleiner Blasebalg zum Durchpusten ist auch nicht verkehrt, weil nämlich der Lüfter Staub in das Gehäuse reinzieht und irgendwann verstopft das hier halt alles und die Kühlleistung sinkt. Das Notebook hier ist aber erstaunlich sauber. Also entweder wurde das schon mal gereinigt oder es wurde schlichtweg nicht viel verwendet oder gar in einer staubfreien Umgebung müssen jetzt hier das Kabel der Batterie, beziehungsweise des Akkus, müssen wir jetzt abnehmen. Das ist eine kleine transparente Lasche, da könnt ihr einfach dran ziehen und mal so ein bisschen Bewegung nach links und rechts und nicht einfach nur geradeaus ziehen und schon ist es ab. Und jetzt muss man noch die Schrauben lösen. Die und die und die und die und die in der Mitte. Diesmal gibt es 2 kurze und 3 lange, also die möglichst ein bisschen separieren. So, jetzt könnt ihr den alten Akku einfach rausnehmen. Und den neuen reinkicken. Der wurde ja ordentlich bemalt. So. Dieser Stecker hat jetzt nicht das transparente Fähnchen zum Anfassen. Und jetzt könnte der eine oder andere vielleicht Angst haben, dass man den verkehrt rum reinsteckt. Aber kann eigentlich nicht passieren. Hier im Anschluss ist ein kleines Loch und der Stecker wiederum hat eine entsprechende kleine Erhebung mittig. Auf der Rückseite des Steckers ist das nicht. Daher, wenn die kleine Erhebung auf der oberen Seite ist, ne, und hier ist ja das Loch, das rastet dann auseinander ein. Habt ihr alles richtig gemacht. Schön, dann schrauben wir den ganzen Spaß jetzt mal wieder zusammen. Und jetzt verbinden wir noch den Stecker. Man kann es ja auch so, das Ganze optisch so ein bisschen überprüfen. Habe ich irgendwo jetzt Korrosion, habe ich vielleicht Wassereintritt? Ja, gerade wenn man das Ding bei eBay gekauft hat, das ist nicht verkehrt, wenn man da schon mal ein bisschen einen Blick reinwirft, um zu sehen, was habe ich denn hier eigentlich gekauft? Habe ich vielleicht schon irgendwie einen Wasserschaden, der irgendwann zum Problem werden könnte? Und wie gesagt, immer den Lüfter überprüfen, das ist immer ganz hilfreich. Also ist halt verdreckt. Ihr habt hier auch auf der Seite
habt ihr ganz feine Lamellen. Das ist dann der Kühlkörper. Die Luft wird sozusagen von den Querstromlüfter im Gehäuse angezogen und dann halt nach draußen rausgeblasen. Durch diese feinen Lamellen. Und die sind prädestiniert dafür, sich zuzusetzen. Mit Dreck. Und da ja von innen halt nach außen mal durchpusten. Am besten halt so einen kleinen Gummiblaseballkon. Alles online kaufen, ist spottbillig. Aber glaubt mir, es lohnt sich, weil die Befreiung halt von Schmutz, das habe ich alles beim Dell ja auch schon mal gezeigt, den ich mal wieder fit gemacht habe, das erhöht die Kühlleistung wirklich enorm, gerade wenn die vielleicht ein bisschen grenzwertig dimensioniert ist, was bei Apple ja häufig der Fall ist. Wenn ich mir das mal angucke, ist ja ein Spielzeug hier. Die Innenseite von den Deckel kann man auch ein bisschen reinigen, da setze ich auch dann gerne Staub ab. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier alles eigentlich mehr symbolisch, weil das Notebook ist tatsächlich unglaublich sauber. Das ist halt mal abhängig davon, was ihr halt vorfindet, wenn ihr das Ding aufmacht. Deckel wieder hinten drauf und wieder zuschrauben und einen frischen Schraubenzieher. Tja, und dann umdrehen, anschalten, Finger kreuzen. Ich weiß nicht, ob das hier mit Ladung ausgeliefert wird, die Teile. Das System startet. Das ist immer ein gutes Anzeichen dafür, dass Strom anliegt. Ja, wir haben hier 60% Ladung bereits drauf. Und hier ist schon mal keine Warnung. Die wäre dann normalerweise nämlich an der Stelle. Und sieh da. Jetzt sagt der Herr auf 100%. Vorher war ich, keine Ahnung, weil ich zuletzt war, bei 74%, glaube ich. Aber wie gesagt, da ich mit der Laufzeit extrem unzufrieden bin, neuer Akku. 35 Euro habe ich jetzt für das Kit bezahlt. Da sind dann aber auch die drei Schraubenzieher gleich mit dabei. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, habe ich bei eBay gekauft. Gibt es aber auch für ein paar Euro mehr bei Amazon, wer das eher mag. Und tja, jetzt habe ich also hier mein MacBook erstmal gereinigt, halt bei Bedarf. Dann habe ich jetzt einen neuen Akku drin. Und zu guter Letzt werde ich euch dann in Teil 2 des Videos zeigen, wie man hier Catalina installiert. Was ich auch bereits getan habe. Wir sehen hier, dein Mac ist auf dem neuesten Stand. macOS Catalina Version 10.15.7. Eine Version für das MacBook Air 2011, die offiziell niemals veröffentlicht wurde. Daher werde ich euch dann noch in Teil 2 zeigen, wie ihr auf euren alten MacBook Air oder Pro, das ist dann eigentlich egal, Catalina installieren könnt. Es werden auch noch ältere Geräte dann von den Setup unterstützt. Und so kann man sein altes Gerät auch nochmal verjüngen. Ich meine, am Design hat sich jetzt ohnehin nicht so viel getan. Und wenn man jetzt Leistung unbedingt benötigt, was wahrscheinlich für die meisten Studenten und Homeoffice-Anwender zutrifft, tja, neue Akku rein, auf Catalina upgraden, das Ding halt schön sauber machen, falls es auch sehr laut ist, das Gerät, ja, aufmachen, Staub rausholen, wie gesagt, vorher immer schön sich entladen und so. Und na gut, zur Not muss man halt den, man weiß ja, habe ich gerade nicht geschaut, ob das geht, den Kühler halt ganz abmachen, mal schön neue Wärmeleitpaste drunter, wenn das halt eingetrocknet ist, bei 9 Jahren, da kann das schon mal auf jeden Fall der Fall sein. Oder 8 Jahre, was das Ding jetzt alt ist. Und da kann man sich sein altes MacBook dann wieder fit machen. Für meine normalen Office- und Rechercheansprüche reicht das jetzt endlich auch, weil es reichte ja auch damals, warum soll es denn heute nicht mehr reichen, das macht ja alles keinen Sinn. Und im Endeffekt kann man damit schlichtweg jede Menge Geld sparen. Entweder hat man so ein altes Gerät selbst noch rumliegen und macht sich dann halt nochmal fit und kann es nochmal ein paar Jahre länger verwenden, oder man schießt sich halt bei eBay ein gepflegtes MacBook Air, was jetzt, ich kann ja auch 2012 sein oder 15 oder halt noch älter. Ihr werdet in Teil 2 sehen, es gibt dann auch direkt eine Kompatibilitätsliste. Da könnt ihr sehen, ob dann euer Gerät dann halt auch mit dabei ist. Sind wirklich sehr viele dabei. Ja, so kann man dann halt Geld sparen. Und tatsächlich auch was für die Umwelt machen. Schön. Dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao.